Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Am letzten Mal haben wir mit Onimas Tagebuch angefangen, haben schon ein paar Schiffsteile gefunden. Ich gucke, dass ich so 2 bis 3 Tage von dem Tagebuch immer durchmache. Ich versuche es. Und ja, warum machen wir das Tagebuch? Ganz einfach, weil man hierüber 2 Zwiebeln freischalten kann, die wir wesentlich früher hätten gebrauchen können. Und eine davon brauchen wir zumindest immer noch. Oder können sie zumindest sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Nämlich die Zwiebeln zu den weißen und zu den lilanen Pigments. Und dafür gehen wir jetzt in den erblühenden Park zurück und holen uns als allererstes die gelbe Zwiebel, damit wir die Elektro-Pigments haben. So. Ich habe sie jetzt auf der Karte gefunden. Da oben müssen wir hin. Da ist unsere Zwiebel, die wir holen wollen. Zuallererst nehmen wir uns aber so eine Feuernuss mit. Aber die brauchen wir hier noch. Ich sehe was Ekelhaftes. Die Schmetterlinge ignorieren wir mal. Ihr sollt ihn angreifen. Mensch. Macht einmal was richtig. So, wie kommt... Ach, da ist schon wieder so ein Ding, oder? Nee, das Ding ist real. Von der Seite komme ich da nicht dran. Den können wir eben kurz wegnehmen. So, mitnehmen. Müssen von der anderen Seite aus arbeiten. So, das wäre schon mal erledigt. Dann hier in die Basis verlegen, dann haben wir schon mal einen kürzeren Laufweg. Dafür brauchen wir sowieso die gelben Pigments, sonst kommen wir da gar nicht dran. Und wenn man schon von gelben Pigments spricht. Haben. Ja, nimmt das Blatt ruhig mal mit. Ich habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich auch noch mal zu den vorherigen Gebieten noch mal zurückkehren müssen. Weil da hatten wir zum Beispiel so ein Elektroteil vor unserer Nase. Ein paar von diesen Gefäßen, die man nur mit Moos kaputt machen kann. So, lass mal das Blatt dort liegen. So, damit haben wir schon mal die zweiten. Nein, liegen lassen. Die räumt er weg. So, jetzt habe ich schon mal ein paar von den gelben. Womit ich dann auch arbeiten kann. Eins von euch ist doch fake. Wo ist das? So, Moos hilft eben mal. Das nehmen die Roten mit. Nein! Lebewesen lassen wir mal nur die gelben abtransportieren. So, damit haben wir für ein paar gelbe Pigments gesorgt.
Damit haben wir jetzt 30 gelbe Pikmins beisammen. Mit dem will ich mich eigentlich nicht anlegen, aber ich habe schon so ein Gefühl, dass er eins von den Teilen hat. Hält mal das Bein hoch. Die effektivste Methode ist, einfach von einem Bein aus hochwandern zu lassen. Ist tatsächlich schon RIP. Ohne dass wir einen verloren haben. Ach, warum kommen die auch noch aus dem Haus? Warum kamen da die Ekelhaften aus denen raus? Das dürfen die Roten abtransportieren. Nicht die Lebewesen, nur den da. Oh, eine weitere Steinbombe. Brauchen wir auch mal in dem einen Bereich reinzukommen. So, mit den gelben Pigments sollten wir jetzt wieder zurückwandern. Ein paar haben wir ja jetzt zusammengesammelt. Und dann die blaue Knolle befreien. So, hier ist offen. Die tragen schon mal und ich stell oben. So. Ach, einer hat sich sogar das Blatt gegriffen. So, dann haben wir auch die blauen Pigments und die farmen wir jetzt auch noch. Ja, die Sequenz kennen wir. So, 10 blaue Pigments konnte ich noch zusammen farmen. Und wir haben zwei Sachen schon mal mitgebracht, ne? Reparaturbrett und Strahlenschutz. Oh, wir haben den Schocker einmal bekommen. Und das Heimkehrsignal. Das ist gut, dass wir das haben. Was morgen erledigt werden kann, muss auch bis morgen warten. Ich sollte diese Nacht einmal durchschlafen. So, und dann direkt wieder zurück, ne? So, ich habe jetzt nochmal hier eben kurz die Primen abgeerntet. Dann haben wir jetzt zumindest 15 blaue dabei. Die roten, die brauchen wir ein bisschen weniger gerade. Dann können wir jetzt hier das Schiffsteil einsammeln. So, sobald die das runtergetragen haben, helfen alle. Dann können wir das Ding auch wegnehmen. So, jetzt müssen wir uns nur noch das letzte Schiffsteil markieren. Und dann sind wir hier, glaube ich, auch eigentlich fertig. Das hier sollten wir mit den blauen Pigments holen. Das tote Vieh kann liegen, wo es liegt. Da müssen wir dann noch hin. Dann können die gelben dadurch. So, den da oben haben wir fertig, dann haben wir noch ein paar blaue. Ich glaube, dass wir diese Feuernüsse eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber ich habe den roten trotzdem sicherheitshalber deswegen dabei. So, tragt runter. Wäre das schon mal geklärt. Dann hole ich mit dem Blauen jetzt dort das und dann gehen wir rüber zu dem Teil, wo ich aufspringen muss. Ah, sie haben gerade das Horn zurückgebracht. Gut, nach all diesen Reparaturen sollte es uns die Triebwerke ermöglichen, den Suchradius zu erweitern. Mittlerweile schöpfe ich wieder etwas Hoffnung. Dann heißt es jetzt Bombenmarsch. Ah, okay, Moos, ich wollte gerade mich schon fragen, ist Moos eigentlich überhaupt feuerfest?
Nein, ist sie nicht. So, Gefahrenquellen ausgeschaltet. Der maximale Tragkraft. Und weg damit. Ja, und jetzt heißt es Abtransport einfach nur noch. Ich glaube, ich sammle den restlichen Tag ein bisschen ultimotiviert. Gesagt. Ich denke mal, hier haben wir alles. Ich meine, wir haben ja sogar gerade noch einen Bonusteil hier mitgenommen. Ich kann natürlich sicherheitshalber eben schnell nochmal drüber gucken, bevor ich hier anfange abzusammeln. Ich habe halt leider keinen Schatzradar, ne? Ja, mit der doofen Kamera von der Erkundungszone ist es natürlich ein bisschen schwer. Ich verstehe wirklich nicht, wie diese Kamera funktioniert. Also, die dreht jedes Mal durch. Ja, okay. Wir sehen uns dann am Ende des Tages, ne? Okay, der Tag wäre damit den rum. Automatisches Getriebe, Ionen-Jet und Omega-Stabilisator haben wir eingesammelt. Ein mehr als wir mussten. Ah, wir können jetzt ein bisschen schneller laufen und Moos hat ein bisschen mehr Kraft. Gute Neuigkeiten, die Dolphin ist so weit repariert, dass sie nun ein noch weiter entferntes Gebiet anfliegen kann. Daher hat sich auch mein Suchradius um einiges erweitert. Ich sollte mein weiteres Vorgehen strategisch planen. Bisher läuft es eigentlich ganz gut. Bevor ich da hinfliege, wir haben ja so oder so die Möglichkeit, den Tag zurückzusetzen, für den Fall der Fälle, dass nichts geschafft haben. Ich würde jetzt, wo wir zwei weitere Pikmins haben, gerne einmal zur sonnigen Anhöhe zurückfliegen, einmal mit der Erkundungsdrohne drüber gucken und wenn da nichts mehr zu holen ist, dann kann ich ja den Tag einfach wieder zurückdrehen. Beziehungsweise wenn ich sehe, okay, ich brauche zum Beispiel noch Fels-Pikmin oder Eis-Pikmin, dann drehe ich den Tag zurück und dann hole mir erstmal da die Knollen zu. Aber dass wir zumindest mal eben kurz gucken. So, jetzt sind wir hier bei der Anhöhe und jetzt gucken wir drüber. Also hier können wir ja sowieso erst mit Moos jetzt endlich hoch. Guck mal, hier ist zum Beispiel auch eine gelbe Wurzel gewesen. Aber da wäre ich nicht dran gekommen. Das Ding muss ich nicht öffnen unbedingt. Ich hatte jetzt ein bisschen gestört, dass die Kamera sich zurückgesetzt hat. Diese Kamera von dieser Erkundungszone ist so scheiße. Okay, da ist ein Teil zum Mitnehmen. Da ist auch noch mal eins. Hier kann man einfach durchbrechen. Da ist ein Bossgegner. Der aber bestimmt auch irgendwas bei sich hat. Die Viecher, die rumliegen, die interessieren mich gar nicht so sehr. Da ist auch nochmal ein Schiffsteil. Hier interessiert halt wirklich der Faktor, brauche ich jetzt noch andere Pigmentarten? Beispielsweise die Flüge-Pigment oder die Gesteins-Pigment. Da ist auch nochmal ein Stück. Na, guck mal. Hier bei Olima kann man gar nicht hier hoch wie bei mir. Also wie ich später. Da ist hier in dem Gebiet dann Sendepause. Okay, bei Olima sind die Gebiete sogar kleiner. Na gut, ist auch ein bisschen fairer. Aber wenn ich das richtig sehe, ich brauche eigentlich überhaupt nicht mehr andere Pikmin. Das, was wir jetzt hier haben, das reicht aus, dass wir hier arbeiten können. Das war das Wissen, was mich interessiert hat. So, ich kann jetzt ja auf Tag wählen drücken und wir gehen einfach einen Tag zurück.
Wir haben den einen Tag da ja sowieso nichts gemacht. Guck mal, wir haben alle Zwiebeln, aber offenbar finden da auch noch Schiffsteile. Vielleicht sollten wir trotz allem erstmal beim nächsten Mal die stillen Ufer machen. Obwohl, wir haben so viele Teile da gesehen, die wir so holen können. Ich überlege, sollten wir vielleicht erstmal warten, bis wir so dieses Schatzding haben, was uns sagt, okay, so viele Teile sind da, weil ich denke mal, das werden wir auch bekommen. Aber ich habe da, glaube ich, gerade mindestens 6 Teile gesehen. Mindestens 6. Und wir brauchen sowieso 23, bis wir weiter können. Ich denke mal nicht, dass dort 14 Teile liegen. Na gut, dann wäre ich dafür, dass wir beim nächsten Mal einen Tag bei den sonnigen Anhöhen wieder machen. Dann nehmen wir dann hauptsächlich nur die gelben mit. Ich denke, das ist das Effektivste einfach. Außer für das eine Feuervieh, dafür sollten wir zumindest da einmal die Flammenpigment mitnehmen. Viecher abtransportieren würde ich dann später mit dem blauen da machen. Damit wir da auch ein paar mehr haben. Aber hauptsächlich sollten wir dort mit den gelben arbeiten. Definitiv. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch der heutige Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.